Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zur zweiten Folge RoboCorp, Rogue City. Ich habe letzte Folge ein bisschen hektisch beendet, weil ich nicht wusste, wie viele Gegner uns jetzt hier noch begegnen, aber ich glaube, ich hatte ein bisschen Zeit. Deswegen willkommen zurück. Wir gucken einfach mal. Wir spielen einfach weiter. Mehr habe ich gar nicht zu sagen gerade. Ich habe gerade übrigens noch... Oh, lustig! Ich habe gerade die Voice, also die Stimmen, ein bisschen lauter gemacht. Ich hatte das Gefühl, die Stimmen von den Leuten waren teilweise ein bisschen leise. Das habe ich jetzt hochgedreht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Wir werden sehen. Louis hat das hier für uns einfach mal geklärt. Ah, guckt, hier ist wieder Heilung. Also nutzen wir das einmal. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht, ob ein so ein Heilungs-Dingsi-Bumsi mich immer komplett auf 100 heilt oder ob die irgendwie eine maximale Heil... maximale Heilungsgrenze haben. Ich weiß schon, was ich meine. Ich hab mich die ganze Zeit. Kann ja wohl nicht sein. Ich sehe die immer erst, wenn die mich schon 5-mal getroffen haben. Und soweit ich meine, kann ich mich nicht ducken. Weil ich bin ja aus Stahl. Ducken ist schwierig. Beziehungsweise das Ducken an sich vielleicht nicht, aber was ist hier denn passiert? Das ist gefährlich, Kinder. Niemals, niemals so viele Verteilersteckdosen aneinander stecken. Da passieren schlimme Dinge. Ist es eigentlich... Basiert dieses Spiel auf einer richtigen Stadt, also auf einer tatsächlich existierenden Stadt, sowas wie New York oder L.A. oder so, oder ist es RoboCop City? Oder habe ich es schon verpasst? Ihr müsst wissen, es kann auch sein, dass ich manchmal einfach die Story nicht ganz... Nicht verstehe, aber dass ich der Story nicht immer so gut folge. Und ich dann vielleicht manche Sachen nicht weiß. Guck mal, das ist der gleiche Arbeitsplatz. Nee, kann ja nicht sein, aber irgendwie... Da hat jemand nicht so gut geplant. Was die Stromversorgung der PCs angeht. Noch irgendwo Muni? Ich habe zwar gerade noch, aber mehr ist mehr. Vor allem, wenn ich nicht treffe. Ist da noch einer rübergelaufen oder nicht? Hat Louis den erlegt? Ach, Louis schießt auch einfach dann... Oh Gott, ich dachte, da ist gerade jemand. Auf die Wände, wenn sie weiß, dahinter ist jemand. Das funktioniert. Stimmt immer ganz gut. Ich bin verwirrt, weil die ganzen Monitore hier, da ist ein Loot-Zeichen dran. Aber die kann ich ja nur aufheben und werfen. Okay, was stand da gerade links? Ich habe es nicht gelesen, ich habe rausgeguckt.
es ist tatsächlich ein bisschen blöd, dass die Meldungen dann nur so kurz da sind. Wieder eine Granate geworfen, aber die ist nicht weit geflogen, glaube ich. Ich mag, dass Louis mitläuft, weil sie sagt mir immer, oder signalisiert mir immer ganz gut, ob hier noch Gegner kommen oder nicht. Ich werde mich so auf Louis verlassen, dass ich verlassen bin, wenn sie nicht mehr da ist. Starke Antidepressiva. Almost there. Watch out, he's coming! Kill the hostages! Kill the hostages? No, 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 no! Geiselnahme. Wenn du es mit Kriminellen zu tun hast, die Geiseln genommen haben, bleiben dir nur wenige Sekunden Zeit, um die Bedrohung zu eliminieren und die Unschuldigen zu schützen. Nutze deine außergewöhnlichen Reflexe, um diese Herausforderung zu meistern. Oh. Okay, geht los. Deswegen war das erste in Slow-Mo. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? I'll stay with them. Right. This is Louis. We have rescued three hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. Jetzt bin ich alleine. Jetzt kommt's drauf an. Was habe ich gelernt von Louis? Warum sollte ich die Tür schließen? Kommt jetzt hier jemand so Jumpscare-mäßig um die Ecke? Ja, trink erstmal zu Ende. Finde ich eine gute Sache, dass du auf deine Hydration achtest. Oh mein Gott. Deckung. Granate. Okay, vielleicht ist es manchmal gar nicht so doof, gleich eine Tür zu schließen. Dann, oh, jetzt kann ich mittlerweile übrigens rennen. Damit von hinten keine weiteren Gegner kommen, oder? Denkt das Spiel soweit? Oder denke ich einfach zu... Ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich neben dem... Was ist das da? Ich wollte sagen, wenn ich neben dem Gaskanister-Dings... ist kein Kanister, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ist nicht gut, wenn ich hier daneben stehe, wollte ich nur ausdrücken. Okay, das Nachladen geht zum Glück relativ schnell. Das
treffen wäre halt nur noch gut. Wir haben hier keine Muni für mich. Das ist blöd. Ich will die Waffe jetzt nicht wechseln. Jetzt habe ich mich an die Waffe gewöhnt. Ich habe mich gerade geheilt. Kann ja wohl nicht sein. Ich habe die Granate einfach in der Luft abgeschossen. Cool. Da liegt noch mehr Heilung. Wird die auch mitnehmen, wenn sie schon da liegt. Nachladen. Heilen. Heilung. Gut. Das Rennen ist nicht so viel schneller als das Laufen. Was war das? Ich dachte gerade, ich bin gestorben. Er steht direkt vor mir und ich treffe nicht. Streng dich mal an. Kupfermünze. Hier hinten ist wohl noch... Oh! Da war einer. Nee, lass du mal deine Granate bei dir. Ja. Das ist blöd gelaufen für dich, ne? Deine eigene Granate hat dich umgelegt. Sollte ich einfach nur auf die Köpfe zielen. Ich glaube, das ist zielführender. Geht schneller. Brauche nicht so viel Muni. Außer bei ihm, weil er hat einen Helm auf. Nein, du wirfst eine Granate. Hier, warte. Aus der Schussbahn. Einer nach dem anderen, bitte. Ja, meine Gesundheit ist schon ziemlich weit unten. Und also, ich wiederhole mich. Aber Munition wäre ganz cool. Von wo? Stopp. Stopp, stopp. Wo schieße ich hin? Ich hänge. Ich bin überfordert. Hilf. Okay, ich muss gleich eine andere Waffe nehmen. Ja. Ich habe ja noch eine andere Waffe einstecken. Stimmt. Die hat unendlich Munition, oder wie darf ich das da unten verstehen? Ist das meine eigene Waffe mit einfach unendlich Munition? Wir werden es sehen. Vielleicht stehen wir gleich ohne Munition da. Man stellt sich das bei Film und Fernsehen schon ein bisschen glamouröser vor, ne? Aber die stehen tatsächlich oftmals einfach in einem riesen Studio, wo Technik aufgebaut ist und das war's.
Manchmal habe ich das Gefühl, ist das Spiel ganz leicht laggy. Aber das kann auch an meinem PC liegen. Vielleicht sollte ich demnächst mal den Task Manager mit anmachen, um die Auslastung von meinem PC mit zu überprüfen. Aber eigentlich, also laut OBS ist meine CPU bei 1,7%. Von daher kann es ja eigentlich nicht so schlimm sein. GPU könnte maximal das Problem sein, aber ich habe ja die FPS begrenzt. Ich habe aus alten Fehlern gelernt. Bin ich jetzt gestorben? Oder musste das so? Sure thing, Mom. What are we having? Ist das jemand? Surprise. Little man, have you washed your hands? Bin ich durch eine Falle gelaufen? Do I really have to? I wasn't playing in the dirt. Of course you do. No more discussion. Darn. What about Dad? Is he gonna be back for dinner? Ich glaube, Papa ist nicht zum Abendessen nach Hause gekommen. Alex? What do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. Oh, okay. It's your fault they'll die! Also slow-mo. Ja, Granate. Ja. Los. Ich dachte, ich hab bloß wenig Zeit. Aber es ging ja. Hey, no sudden moves, cop. I'm not dying here. Get me another one of those choppers, like the one that took Soot. You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to Nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! I love you so much, Alex. You okay there, Murphy? What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun.
can pay my bail now. Cash? No problem. Do you take singles? Get back in line. They're here. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as RoboCop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. Now quiet! We would never put a defective product on the streets. That's not what we do. We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Does it really know right from wrong? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Thank you. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. It's what's in yours that worries us. Push me, and you might just find out. You, follow me. Everyone is dismissed. And Lewis, I need your report on the TV station incident. On the double. On it, Sarge. Wir können Texte lesen. Polizei wird Privateigentum. Motor City ist die erste Stadt, in der ein privates Unternehmen die Polizei übernommen hat. Omni Consumer Products, ein Megakonzern, der sich auf die Bereiche Sicherheit, Raumfahrt, Gesundheitswesen, Rehabilitation, Militär und Datenspeicherung und Übertragung spezialisiert hat, hat in einem Statement erklärt, dass dies nur der Anfang ist. Das Unternehmen ist daran interessiert, die Polizeibehörden auch in anderen Metropolen zu übernehmen, darunter Baltimore und Chicago. Was hat OCP zu bieten? Hervorragendes Management und Zugang zu den neuesten Technologien. Wird dies weitere Behörden davon überzeugen, ihre Strafverfolgungsbehörden in Privathand zu geben? Mehr dazu auf Seite 6. Ich hätte gern mein Visier repariert, wenn das geht. Ich habe übrigens die Stimmlautstärke ja hochgedreht, aber so super laut sind die jetzt immer noch nicht. Aber ja, vielleicht wenigstens ein bisschen lauter als vorher. Die Lage stinkt. Ich habe einen Questlog. Main Quests und Nebenquests. Ach, tatsächlich, das ist wahrscheinlich wirklich die Waffe, die ich einfach immer habe. Fertigkeiten. Genau, geht das jetzt? Schadensminderung. Hätte ich gern. Ach, nicht genug Punkte. Hier könnten wir die Texte alle nochmal nachlesen. Ich weiß nicht, wenn es nicht allzu viele Texte sind, würde ich die tatsächlich alle lesen. Ich guck mal, wie viel wir da so vorgelegt bekommen. Karte. True West. Ich habe gerade übrigens überlegt, als das Logo von diesem Spiel kam, vielleicht heißt die Stadt, wo wir sind, einfach Rogue City. Nicht New York oder L.A., sondern einfach Rogue City vielleicht? Ich weiß es nicht. Hier, da ist unsere Main Quest und da ist eine... Ich gehe mal kurz zu ihr da und ich frage sie mal. Was genau hier stinkt.
die Lage nämlich. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Ja. Ja, gleich. Ich gucke erstmal kurz, was hier so ist. Lässt mich nicht vorbei. Hallo. Ich kann hier nicht wirklich viel machen. Schade. Just take him downstairs. I owe you one, Murphy. Oh ja. No. The smell is following you. I'm gonna be sick. Sei leise. I don't remember getting on a roller coaster. Oh. Hi, Murphy. Das ist, sie drückt mir die Aufgabe auf und hat dann noch blöde Sprüche, die sie mir drückt. Nein, theoretisch geht's noch weiter runter, aber ich soll wohl hier hin. Oh, ein Schießstand. 63 ist Highscore. Ja, das knacken wir doch dann, oder? Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Yep. Robo Pig! Why do you have to spoil our fun all the time? You metal freak! Ach Gott, da steht eine Pflanze auf dem Tisch im ersten Augenblick. Ah, finally. Home. Sleep tight. Es war schon eine krasse Nebenquest, muss ich sagen. Kann ich jetzt hier noch zumachen? Ah, nee. Er schläft. Wenn die Nebenquests so bleiben, dann können wir gern alle Nebenquests mitnehmen. Also es ist ja echt nichts, was wir irgendwie machen können, ne? Oder gucken oder so. Damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Neue Nebenquest. Okay, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Ja, ich würde sagen, wir machen die Nebenquest, aber in der nächsten Folge. Wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Ich beobachte die Szene jetzt noch einen kleinen Moment und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!